So, also erstmal spannendes Serienthema. Kannst du mir erstmal sagen, wie bist du zu diesem Projekt gekommen und ein bisschen was zu deinem Charakter erzählen? Also das Projekt gibt es schon seit, glaube ich, 2014 haben wir den ersten Trailer oder die ersten Szenen dazu gedreht. Rainer Mazzutani, der Regisseur, rief mich damals an und sagte so, hey, ich habe ein spannendes Sci-Fi-Projekt vor und es soll eine Alien-Geschichte sein. Und damals war der Hype mit diesen Serien, der war noch gar nicht so groß. Also man hatte so Mad Men und Breaking Bad schon, man war noch so ein bisschen infiziert von den Sopranos, aber es war alles noch so in den Anfangsstadien. Und das fand ich natürlich super spannend. Ich weiß gar nicht, haben wir das damals schon auf Englisch gedreht? Nee, damals haben wir es auf Deutsch gedreht, glaube ich. Und da haben wir so im Sommer, haben wir richtig so, ich glaube, so 7, 8 Drehtage verschiedene Szenen aus dem ersten Piloten gedreht und daraus haben die das geschnitten. Und dann war das ein ewig langer Prozess. Ich meine, wir haben das gedreht 2019, 18, 19. Das heißt, 5 Jahre war der ganze Entwicklungs- und Finanzierungsprozess. Und ich ziehe echt meinen Hut vor den Produzenten und vor dem Regisseur, weil man braucht irrsinnig viel Durchhaltevermögen, um das auszuhalten und immer wieder neu anzusetzen, auch wenn es mal ein Nein gibt. Also Hut ab an die Kraft, die sie da investiert haben. Also so lange gibt es das Projekt schon. Und über die Rolle Prokop. Prokop ist ein Alien, der so langsam im Laufe der Geschichte seine Menschlichkeit entdeckt, ne, oder seine menschlichen Züge in sich entdeckt und seine Mission in Frage stellt. Und er weiß selber lange nicht, auf welcher Seite er stehen soll, weil beide Seiten haben Pro und Kontras. Und das finde ich sehr spannend an der Geschichte, weil so viele Fragen gestellt werden über Moral, wo man so sagen könnte, es ist ein sowohl als auch. Ja, was ich persönlich sehr spannend fand an der Figur, war eher dann in Folge 3 die Beziehung zu der anderen Schwester, wo ich dann ins Grübeln gekommen bin, weil anfangs denkt man ja so von ihm, also in der ersten Folge, das ist ein typischer Handlanger, wie man das so in Serien kennt, so. Und war das bei dir auch so, als du das Skript zur ersten Folge gelesen hast, oder kanntest du schon den kompletten Plot von der Serie? Ja, ich kannte schon, ich wusste schon sehr stark, dass wir das wahre Motiv der Figur sehr lange zurückhalten werden, um die Spannung aufzubauen, um genau das entstehen zu lassen. Ein Fragezeichen, auf welcher Seite steht der oder was ist eigentlich sein wirklicher Job in dem ganzen Konstrukt. Nee, es war mir schon sehr klar und es war mir auch wichtig, dass wir es so langsam aufbauen. Ich finde diese Figuren immer sehr spannend, wo man dann so ab Folge 3, 4 plötzlich so eine andere Farbe bekommt und denkt, oh, das könnte auch dahin gehen. Und wie ist so dein Bezug zum Genre Science Fiction? Durchaus gut. Also ich komme aus einer Zeit, als so Kino für mich richtig relevant wurde, da war ich so 9, 10, da waren dann so Sachen wie die Rückkehr zum Planeten der Affen, die Reise ins Ich mit diesem kleinen Raumschiff, dann gab es Star Wars und logischerweise, ich glaube, so der richtige Durchbruch war damals E.T., aber während ich jetzt gerade rede, fällt mir tatsächlich ein, dass ich glaube, ich war 9 oder 10, als ich Planet der Affen gesehen habe, also die erste Variante Ja. damals. Und ich bin aus dem Kino nach Hause gelaufen und war so enttäuscht über den Anfang. Und ich muss das mal gucken, ob das meine Mutter noch hat. Und ich bin nach Hause und habe einen komplett neuen Anfang geschrieben. Das weiß ich noch ganz genau, weil mich der Anfang irgendwie gestört hat. Oder es hat irgendwas getriggert, was ich spannend fand. Also, es begleitet mich anscheinend länger, als ich gedacht habe. Ja, ich fand auch sehr spannend, dass diese Aliens, die Wörter ja übertragen werden durch Drogen. Das finde ich ist sehr gut im Kontext mit der heutigen Zeit zusammengefasst. So. Meine Frage ist, wie findest du, hat diese, also transportiert die Serie die heutige Zeit, auch die heutige Clubszene der Jugendlichen wieder? Das würde ich dir sehr gerne beantworten, wenn ich in Clubs gehen würde. Ich habe Ah, so okay. überhaupt gar keine Ahnung, was in den Clubs passiert. Zumindest mal nicht in den Jugendclubs. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen fehl am Platz, wenn ich mich da anstellen würde und plötzlich zwischen 21-jährigen Menschen tanzen würde. Aber ich glaube, dass es im Kern dieses wilde Berlin auf jeden Fall zeigt und bestimmt auch
das Rumexperimentieren mit verschiedenen Substanzen, da kann ich dir auch leider nichts dazu sagen. Aber es kommen ein paar Jüngere, glaube ich. Frag mal die. Was glaubst du, warum ausgerechnet Berlin gewählt wurde? Weil es die geilste Stadt der Welt ist. Ganz muss man überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich habe mal Anfang der 90er in New York ein Jahr lang gelebt und danach in Toronto. Und ich finde so, und das erste Mal in New York war ich Ende der 80er. Ich finde, Berlin ist gerade so das, was New York in den 80ern war. Es ist wild, es ist verrückt, es ist voller Kraft, voller Potenzial, so Schaffenskraft. Und jeden Tag entsteht was Neues. Und glaubst du, dass die Serie ist ja thematisch, also von deutscher Sicht her gibt es ja wenig so Sci-Fi-Serien, so. Glaubst du, dass heutzutage das anders gewertet wird, als, keine Ahnung, 2014, wenn da die Serie rausgekommen wäre? Ich glaube sehr, schon allein deswegen, weil es so Serien gibt wie Dark und You Are Wanted und lauter so Sachen, die ganz gut in Deutschland funktioniert haben. Die Welle, ne, die Leute sind jetzt offen für, ich sage jetzt mal, Lokales und lokale Themen und lokale Filme, weil sie sich da auch immer mehr erkennen darin, in den Umgebungen. Und selbst die Amis kommen ja zu uns, weil es hier geiler ist. Und letzte Frage, kannst du dich noch so an eine bestimmte Szene oder bestimmten Moment erinnern vom Set, der dich nachhaltig noch geprägt hat, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ganz ehrlich, also wir hatten viel zu tun und wir hatten wenig Zeit und wenig Geld, wie das immer so ist. Ne? Ich kenne kein Projekt, wo es heißt, ja, wir haben viel Zeit und viel Geld, außer damals Coppola bei Apocalypse Now. Aber das, was mir bei den ganzen Dreharbeiten wirklich in Erinnerung bleibt, ist, dass wir eine Menge Spaß hatten. Also wir haben, auch wenn das sehr ernst ist und sehr düster teilweise und gefährlich, umso mehr haben wir uns den Spaß gemacht, zwischendurch auch das alles loszulassen und auch wirklich ja, viel zu lachen. Danke dir. Danke dir.